Hallo, ich bin heute nach Berlin mit dem Audi e-tron gefahren und eröffne hiermit eine neue Reihe auf dem Drehmoment-Kanal, und zwar das Carpool-Interview. Ich suche mir Mitfahrer, mit denen ich über Elektromobilität und Gott und die Welt reden kann. Und mein Premierengast ist ein Schauspieler und Musiker, der hier in Berlin lebt. Dann steige ich mal ein und los geht's. Willkommen, Len Kudrawicki. Hab ich's richtig ausgesprochen? Genau, einfach an Cola Whisky denken, dann kommt's von alleine. Super Eselsbrücke. Ja, toll, ich freue mich, dass du mein erster Gast bist in meiner Interviewreihe. Und wir sind heute in Berlin unterwegs. Das ist dein Heimatkiez, deine Basis. Wollen wir jetzt mal so Richtung Autobahn oder Stadtautobahn? Oder? Sehr gern. Jetzt haben wir gerade keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Sehr schön. Und spüren mal das Auto. Ja. 160 km/h und wir unterhalten uns immer noch, als wenn wir im Wohnzimmer sitzen. Genau. Das ist wirklich berauschend. Ja, eigentlich alles, was wir hören, würde ich sagen, sind die Reifen und ein bisschen Windgeräusche, die außen anliegen. Also bis 200 kriegst du ihn. Dann hat Audi gesagt, regeln wir ab. Okay. Das heißt, von wie viel PS reden wir hier? Jetzt hast du mich kalt erwischt. Ich habe ich habe ja gehört, Audi, der Audi hat ja wahnsinnig viele PS. Um die Zahl geht es ja im Grunde. Interessiert mich auch gar nicht. Sehr elegant die Kurve gekriegt. Na, ich bin ja jemand, ich denke immer in Kilowatt. Das sind 265 Kilowattleistung und ich kann es in meinem Kopf nicht umrechnen genau. Es gibt einen Boost-Mode, du kannst kurz auf 300 kW Leistung gehen, dass du mal noch von der Beschleunigung her noch was rausholen kannst. Boost heißt dann was wie Kickdown? Genau, dass die Batterie in dem Moment dann nochmal mehr Leistung an die Motoren abgibt und noch mehr rauskitzelt aus den Also Motoren. So ungefähr? Ja, so ungefähr. Ja. Oh mein Gott. It's a kind of nice. Ja. Toll, macht sehr viel Spaß. Len probt jetzt seine Fahrkünste, die er am Set gelernt hat. Ich hoffe nicht. Also bitte kein Schleudern. Wobei driften würde ich mal gerne. Hast du schon mal im Auto gedriftet? Ja, tatsächlich musste ich das üben, weil wir haben in Liverpool für Jack Ryan, da habe ich ja so einen CIA-Agenten gespielt an der Seite von Kevin Costner. Und da mussten wir, haben wir eine Verfolgungsjagd gemacht durch Liverpool. Was Moskau sein sollte. Okay. Haben wir in Liverpool gedreht, das sieht tatsächlich so aus. Und da mussten wir driften lernen, obwohl ich es direkt im Bild gar nicht selber gefahren habe, sondern das hat unser Stuntman gefahren, weil die Autos, die werden dann so umgebaut, mit denen man dann so eine Verfolgungsjagd macht, bei diesen großen Produktionen, dass die Schauspieler im Auto sitzen, die komplette Steuerung ausgebaut ist, man im Grunde genommen einen Lenker hat, der nicht mehr greift, der dreht sich nur. Und auf dem Dach oben wird was wie ein Go-Kart-Gerüst aufgebaut und da sitzt dann der Stunt-Driver, die unfassbar versiert sind. Also das sind wirklich so die Top-Leute und der ist mit uns dann, er ist auf dem Dach gefahren, wir haben im Auto Text gespielt und haben die Szene gespielt und der ist mit uns im Parcours gefahren durch Liverpool. Der dauerte ungefähr 5 Minuten mit Menschen, die wegspringen, Autos, die dann in den Weg kommen, die dann umfahren werden. Also komplett, das haben die eine ganze Woche lang trainiert, diesen ganzen Parcours. Und wir sitzen im Auto und sterben. Weil wir ja, wir drehen es auch vom ersten Moment an, ums Auto drumherum, vorne sind die Kameras, 1, 2, 3, 4, das waren 1, 2, 5 Kameras aufgebaut. Und wir fahren mit diesem Auto durch Liverpool. Da gibt es natürlich keinen Zivilpassanten. Die Stadt ist, die ganze Nacht war die abgesperrt in diesem Bereich. Und dann fährt er mit uns da mit 150, 200 Sachen durch die Stadt, bremst und der jetzt in der Szene war es Chris Pine. Der muss eben so tun, als wenn er der Fahrer ist und dabei den Text beherrschen, einen Dialog mit mir haben, Telefon nehmen und es ist der Wahnsinn. Und das mache ich jetzt mit dir nicht. Und dann, danke. Allein dieser kleine Auszug liest sich beeindruckend. Von deutschen Produktionen bis zu Hollywood-Blockbustern, von TV bis zur großen Leinwand ist alles dabei. Der klassisch ausgebildete Geiger ist zudem ein ambitionierter Musiker. Ich war ein bisschen geplättet, als ich dann in die IMDb-Datenbank guckte. Ich muss gestehen, den Kroatien-Krimi ARD kannte ich jetzt nicht, habe meiner Schwiegermutter davon erzählt. Die wusste sofort, von wem ich rede, die kennt dich gut.
Und ich war dann baff und sah dann ja sowas wie The Transporter Refueled. Da dachte ich, na, das passt ja zum Autothema und Jack Ryan. Du bist also auch in Hollywood-Produktionen gewesen. Genau. Ist das irgendwie ein ganz anderes, also man stellt sich als Laie das ja so vor, das ist ein ganz anderes Arbeiten als jetzt für ein ARD-Krimi, oder? Es ist schon ein anderes Arbeiten, weil man hat bei den großen Produktionen eher Funktionen, sozusagen mit seiner Figur. Das ist alles so auch industriell kreiert, dass von Anfang an klar ist, was man für eine Funktion hat mit seiner Figur am Set, wie das organisiert ist. Das heißt nicht unbedingt besser, sondern es ist halt einfach anders. Es ist eine andere Struktur, damit wird anderes Geld verdient. Also jetzt nicht, also grundsätzlich, der Film ist dort eine viel, viel größere Industrie, mit dem Geld verdient wird. Und hier ist der Markt, der Ansatz ein ganz anderer. Hier ist es ein Sender, der Geld ausgibt für ein Format, was er gerne produziert. Und dann kommt man als Schauspieler und man hat im Bereich Fernsehen gefühlt eine andere Freiheit mit dem Regisseur. Aber es ist halt, die Bedingungen sind andere. Und ich liebe aber beide Welten. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es ja zwei Extreme sind, die sehr spannend, beide sehr spannend sind. Und wird man denn als Europäer mit russischen Wurzeln irgendwie anders besetzt beim Hollywood-Buster als Bösewicht? Das Klischee des bösen Russen ist tatsächlich weltweit einfach gesetzt. Aber einfach so aufgrund meines Äußeren jetzt verkörper ich ja nicht nur einen Russen, sondern eher so einen Europäer. Denn wenn man so meine Familie zurückverfolgt, gibt's da griechische Wurzeln, spanische Wurzeln, so ein großer europäischer Mix. Okay. Und das kann man alles reininterpretieren in meine Filmfresse. Und das ist schön, das genieße ich total. Man muss sprechen als russischer Bandit, musst du sprechen immer mit Akzent. Akzent macht schon Angst. Ja? Hast du Angst, wenn du guckst, Mann mit russischem Akzent? Weißt du, mein Gott, lauf, wenn du schnell du kannst. Sehr schön, genau. Du hast ja eine ganz, ganz spannende Vita. Du bist ja in Leningrad geboren und ich weiß gar nicht, mit wie vielen Jahren dann mit deiner Familie umgezogen? Mehr oder weniger war ich 2 Monate. Ach, das heißt, ich konnte mich nicht wirklich wehren. Okay. Ja, und auch nicht akklimatisieren. Also du hast jetzt keine Erinnerung irgendwie an die Geburtsstadt, sondern du bist in Berlin dann aufgewachsen oder wo seid ihr hin? Ich bin richtiger Ostberliner, war. Okay. Und liebe das auch voll. Und da habe mit 15 die Wende erleben dürfen. Aha. Und damit habe ich das alte System und das neue System wirklich bewusst wahrnehmen können. Was ich als Reichtum empfinde. Absolut. Also jedes Mal, wenn ich hier in Berlin bin, muss ich auch immer überlegen, so, das ist jetzt 30 Jahre her, aber bei mir im Kopf ist es halt immer noch sehr, sehr präsent. Dabei erlebe ich es jetzt länger als ein Deutschland, als ich es getrennt erlebt habe. Aber trotzdem überlege ich immer noch, mein Hotel war jetzt im Osten, obwohl es ja eigentlich völlig egal ist. Ja, so empfinde ich es auch. Also ich empfinde das, also gut, mit in der Pubertät, mit 15, 16, das ist so eine bewusste Zeit. Vielleicht ist es deswegen so präsent noch. Und dann kommt ja so ein Studium und so. Und dann die Öffnung der Welt, die Möglichkeiten. Durch den Mauerfall habe ich eben auch die Chance bekommen, beim Film zu arbeiten als Schauspieler. Und das empfinde ich ganz genauso. Das ist, gefühlt ist es gestern, dass in die Nachrichten kam, die Mauer ist auf und wir können jetzt mal rüber gucken gehen in diese bunte Welt, die so schön sein soll und abgefahren. Und jetzt lebt man hier ganz normal und sagt nach 30 Jahren tatsächlich immer noch, ich fahre mal in den Westen rüber. Ist im Kopf noch drin, ne? Ja, absolut. Also du hast das jetzt so in so einem Nebensatz gesagt, bin dann zum Film und Schauspieler geworden. Ich meine, sowas wird man ja nicht einfach mal nebenbei und man bewirbt sich auch nicht einfach für einen Film. Erzähl doch mal, wie ist denn dein Werdegang? Wie bist du denn zur Schauspielerei gekommen? Als ich 15 war, hat ein Regisseur einen Dokumentarfilm über eine Nazi-Band gemacht. Und da passt es natürlich, ein europäisch denkender junger Mensch, der Geige spielt und in einer Musikspezialschule ist, passte natürlich als Kontra. Und dann habe ich diesen Dokumentarfilm mitgemacht und 3 Jahre später hat sich der Kameramann an mich erinnert bei der Besetzung für einen Spielfilm und hat mich eingeladen zum Casting. Und das war Katharin und Wladimir, ein Spielfilm fürs ZDF, und ich habe das Casting gewonnen.
und durfte in meinem ersten Film gleich die Hauptrolle spielen, durfte Geige spielen, weil die Figur, die dieser Junge, den ich da gespielt habe, der wurde in Tschernobyl verstrahlt bei dem großen Unglück und wurde nach Berlin gebracht, um behandelt zu werden, weil er Leukämie bekommen hat. Mhm. Und mit der Geige hat er seinen Krankenhausaufenthalt mitfinanziert. Okay. Und da habe ich dann Marianne Segebrecht kennengelernt, die dort sowas wie meine Ziehmama gespielt hat. Und daraus ist eine großartige Freundschaft entstanden. Bis okay. heute. Und wir machen zusammen Musik, Lesungen. Und du hast es jetzt ja geschafft, im Grunde weiter auch zweigleisig zu fahren. Du machst andererseits Film und Fernsehen und du hast aber auch eine große Musikproduktion, habe ich gesehen. Genau. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, glücklich zu sein. Das ist ja grundsätzlich mal, glaube ich, das Ziel von jedem. Toller Ansatz. Glücklich zu sein und das mit Dingen, die mir Spaß machen, die mich erfüllen, die mich inspirieren, die mir auch die Kraft geben, Dinge zu teilen. Und es gibt nichts Schöneres, als Musik zu teilen und gemeinsam zu kreieren. Mhm. Und deswegen habe ich mit meinem Busenfreund, den ich mehr oder weniger seit der Geburt kenne, den Felix Neumann, und mit meiner Frau zusammen und dann noch mit einem Freund Stefan Lohmann und jeder hat so seinen Bereich, haben wir das Berlin Show Orchester gegründet. Mhm. Und das ist ein nachhaltiges Orchester, weil wir uns Gedanken machen um CO2-Ausstoß, wie reisen wir, wie arbeiten wir miteinander, wie gehen wir miteinander um. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ist für mich jetzt nicht nur Klima begrenzt, sondern es geht um das Miteinander in dieser Welt. Und die Schauspielerei, das sind jetzt, Gott, 25 Jahre. Mhm. Ich glaube, 130 Filme später. Das ist eine Menge kreativer Input, den ich erleben durfte, ob nun international oder eben auch national. Ich bin da wahnsinnig dankbar. Ja. Jetzt, du hast das Stichwort Nachhaltigkeit erwähnt, wie du mit der Showproduktion umgehst. Jetzt bist du, kann man auch sagen, sehr nachhaltig zum Dreh gefahren. Im letzten Sommer war es, glaube ich. Ja. Zum Dreh nach Kroatien bist du mit einem Kumpel mit dem Fahrrad von Berlin. Erzähl mal, wie war das? Wie kam die Idee zustande? Na, die Idee kam zustande, also erstmal, mein Kumpel ist nicht nur mein Kumpel und Freund, langjähriger Freund, sondern ist auch mein Rennradtrainer, der Wolf Bosse. Und darf ich kurz einwerfen, also für absolute Klarheit, ja. Den Wolf Bosse kennen wir beide, ich bin mit ihm zur Schule gegangen und Wolf Bosse hat netterweise dieses Interview vermittelt und den Kontakt hergestellt. Also von daher danke Wolf. Danke, gut gemacht. Ja, und Wolf und ich sind halt wirklich Rennradliebhaber und wir trainieren zusammen. Der Wolf hat mich zum Radfahren gebracht, als ich mich vorbereitet habe für eine große amerikanische Produktion. Habe ich gesagt, Wolf, ich muss mich jetzt in wahnsinnig kurzer Zeit irgendwie fit machen. Und ich will auch ein bisschen abnehmen und ich will nicht irgendwie mit irgendwelchen Kuren anfangen, sondern ich will das auf natürliche Art und Weise machen. Und da habe ich wahnsinnig viel lernen können von Wolf über Ernährung, über Bewegung, über Herz-Kreislauf-System und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich ins Radfahren verliebt und seitdem fahren wir gemeinsam und auch getrennt, natürlich Rennrad. Und dann kam die Idee, okay, lass uns irgendwie was Verrücktes machen, lass uns zum Kroatien-Krimi mit dem Rad fahren, dabei Geld sammeln für Kinder in Not, mhm. Damit wir auch das Glück, was wir haben mit unserer Gesundheit, dass unsere Kinder gesund sind, dass die in einem wie sagt man, behüteten Umfeld, sehr schön, lieber Dirk, behüteten Umfeld aufwachsen dürfen, lass uns das irgendwie teilen. Ja. Und dann haben wir hatten nur 7 Tage Zeit und haben dann in der Kalkulation und in dem Berechnen der 1400 Kilometer mit 14.000 Höhenmetern haben wir gesagt, so, das wird, glaube ich, schwer zu schaffen sein für uns, also für Wolf alleine wahrscheinlich eher als für mich, weil er einfach besser trainiert ist als ich. Und dann haben wir gesagt, okay, fahren wir mal mit dem E-Bike. Und stellen mal so ein E-Bike auf die Probe, wo an einem Tag 20 Grad plus in Österreich an der Donau und dann am selben Tag minus 4 Grad in den Alpen oben. Wie reagiert da so ein E-Bike? Mhm. Und das haben wir getestet und das hat wunderbar funktioniert. Wir sind auf Stromer-Fahrrädern gefahren, ein Schweizer Fabrikat. Und wir hatten eine wahnsinns ereignisreiche Fahrt. Also ihr habt ja darüber hinaus, oder Wolf hat ja darüber hinaus auch ein Radteam, ne, was er betreut. Fährst du Flux? Fährst du da mit? Flux RC, da fahre ich mit, wenn ich da bin, wenn ich in der Stadt bin, wenn ich auch darf. Das heißt, als Schauspieler ist ja das
die Krux besteht darin, dass wenn man unter Vertrag ist, man bestimmte Dinge einfach nicht mehr machen darf. Ah, okay, weil es so gefährlich ist, du könntest dich hinlegen. Genau, wenn ich mein Gesicht auf den Asphalt legen würde, dann wäre das ein bisschen doof. Das kriegt die Maske dann auch nicht mehr hin. Und das kriegt die nicht mehr hin. Aber wenn ich da bin und fahren darf, dann mache ich das mit großer Leidenschaft, weil Flux FM besteht aus Menschen, die alle Lust aufeinander haben, die Lust auf den Sport haben, auf ein nachhaltiges Miteinander. Und es sind dabei auch noch wahnsinnige Sportler dabei, die dann eben bei einem Veloton in Berlin Platz 1, Platz 3 in der Mannschaftswertung belegen. Also das sind auch wirklich tolle Sportler. Also es ist ein Rennradteam? Es ist ein Rennradteam, okay. Flux RC. Und es gibt von Flux auch sozusagen einfach eine Initiierung grundsätzlich ans Fahrradfahren. Aber Flux RC ist ein Rennradteam und das sind richtige Maschinen dabei. Okay. Also Männermaschinen, Frauenmaschinen. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich beeindruckend. Da bin ich dann eher so ein der Alibi-Rennradfahrer. Aber ich streng mich wirklich an. Ich versuche so viel wie möglich zu fahren. Ja, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es für dich schwierig ist, regelmäßig das Training mitzumachen, wenn du dann oft über Wochen weg bist zum Dreh. Wie ist denn so deine Einstellung zur Elektromobilität? Bist du ein Autofreak? Ist dir Antrieb egal? Ist er dir wichtig? Wie stehst du dazu? Das interessiert mich alles. Also Technik, also ich halte mich schon für einen technikaffinen Menschen. Ich beobachte das sehr genau. Mich interessiert die Entwicklung, inwieweit jetzt Elektromobilität die Zukunft ist, dass Verbrennungsmotoren nicht die Zukunft sind. Es ist die Kombination aus beidem. Mich interessiert, wo kommen die Autos her? Wo kommen Batterien her? Mhm. Ich hinterfrage das kritisch. Mhm. Ja, und ich habe tatsächlich noch keine Meinung so für mich final gebildet, aber die Fahrkultur und die Art und Weise des Fortbewegens mit einem Elektroauto ist schon futuristisch. Mhm. Geräuschlos, mhm. CO2-neutral, zumindest im Fahren selber. Mhm. Mhm. Das finde ich, das ist wie Captain Future. Kennst du noch die Serie? Absolut. Ich weiß genau, was du mal Samstag. Warte mal. Ja. Wie ging die Melodie? Den. Nee, das ist was anderes. Das ist Beverly Hills Cop. Ah, nee, ich glaube, die Melodie kriege ich auch nicht hin. Aber ich habe die Bilder noch vor Augen. Meine Frau hat mir irgendwann gestanden, das war der erste Mann, in den sie verliebt war. Ah, das war Captain Future. Ist aber auch wirklich, also das ist echt ein schwerer Konkurrent. Das ist echt hart, gegen Captain Future anzukommen. Ja, das klappt jetzt schon ein paar Jahre ganz gut. Also. Sehr schön. Ja, was hier natürlich wirklich ganz besonders ist, sind die Kameras statt Spiegel. Aber ich habe den Eindruck, daran hast du dich irgendwie sofort gewöhnt, oder? Total. Ich finde das abgefahren, dass da eine Kamera ist, anstatt von einem großen Spiegel. Also wenn der abgefahren wird, also oder die Kamera abgefahren wird, ist das schon echt nochmal mehr schmerzhaft als so ein Spiegel. Aber so zum Fahren ist das großartig. Man sieht keine Regentropfen, es beschlägt nicht. Weil man halt diesen Monitor hat. Ja, und ich sehr schön finde ich ja eigentlich auch den toten Winkelwarner. Also der rahmt dann ja das Bild gelb ein. Also man hat das irgendwie, finde ich, ganz gut im Blick. Lieber Dirk, großartig mit dir auf Reisen zu sein, weißt du? Das können wir jetzt eine Weile machen. Wo fahren wir heute hin? Nach Oslo? Was hältst du davon? Oslo finde ich ein sehr schönes Ziel, schöne Idee. Das sollten wir machen. Du hast mir erzählt bei der Pause gerade, dass die echt großartig unterwegs sind. Ja, Skandinavier. In Europa das Vorbildland schlechthin, Musterbeispiel für Elektromobilität. Saubere Stromproduktion durch Wasserkraft, Förderung von Elektrofahrzeugen, die sind da einfach ganz weit vorne. Großartig. Vielleicht, ich habe auch den Eindruck, also die Niederlande sind ja, was Zulassungszahlen angeht, auch relativ weit vorne. Vielleicht, mein Eindruck ist, wenn du keinen klassischen Autohersteller hast, der erstmal sozusagen dahingetragen werden musste zu der Erkenntnis, wir müssen Elektromobilität machen, geht die Adaption vielleicht in den Ländern ein bisschen schneller. Also in den ganzen Ländern, die keine großen eigenen Automarken haben, war es ein bisschen schneller. Also jetzt nichts gegen die Audis, Porsches, VWs dieser Welt. Die natürlich. Die haben ja nun mittlerweile alle geschnackelt, was die Stunde schlägt und haben da Modelle auf die Straße gestellt. Aber ist halt so ein subjektiver Eindruck, dass du... Das ist natürlich auch schwierig. Ich meine, wenn du jahrzehntelang erfolgreich warst mit dem Verbrennungsmotor, dann kommt so ein radikaler Wechsel, das ist natürlich auch schon hart für dein Geschäft. Ja?
Ja, also wahrscheinlich wäre es, wenn Schauspieler nicht mehr reden, sondern nur noch Zeichensprache in Filmen machen. Wäre für uns Zuschauer erstmal schwierig. Ganz schön langweilig. Ja, ganz schön langweilig. Was denkt der wohl? Okay, der Vergleich war jetzt nicht so gut. Der fällt mir noch ein guter ein. Nee, doch, nee, der war ganz gut. Tatsächlich ist es ja so, Raumschiff Enterprise, ja, was haben wir als Kinder gedacht? So abgefahren, sowas wird es nie geben. Und jetzt sind wir kurz davor. Ja, also ich meine, den Tricoder. Den Tricoder. Scotty, beam me up. Beam me up. Absolut, es muss ja mal immer eine futuristische Idee geben und dann muss es jemand geben, der daran glaubt und den Träumer zum Realisten werden lässt. Absolut. Und ja, Gott sei Dank gab es da so jemanden. Ja, und jetzt fahren wir mit Batterien durch die Gegend. Das ist schon der Wahnsinn. Du, ich habe in der Garage einen Trabant 601 Deluxe stehen. Wow. Ja. Und der tut's auch noch. Der tut's, der hat TÜV, der darf gefahren werden. Also der wird tatsächlich im Sommer wird er bewegt, um zum See zu fahren. Die Kinder lieben das, weil die auf der Rückbank einfach da gibt's keine Gurte und nichts. Genau. Und wenn man dann da so mit 60 km/h fährt, ist das schon im Trabi ein Gefühl wie in dem hier mit 210 wahrscheinlich. Nur ist er lauter. Klar. Aber es macht eben, der ist jetzt 30 Jahre alt. Das ist Autogeschichte, ne? Absolut. Jetzt sitzen wir in einem e-tron. Absolut. Ich fand das sehr spannend, als dann damals die Grenze auf war, haben wir uns, ich komme aus dem Zonenrandgebiet, ja, aus Wolfenbüttel, wie Wolf, okay. Und da haben wir uns dann über Bekannte einen Trabi geliehen und haben für die Schülerzeitung einen Autotest mit dem Trabanten gemacht. Das war großer Spaß. Das war der Bremstester, hat mir leider die Strecke zu kurz kalkuliert. Das Schöne ist, an einem Trabi ist ja, wenn er lange gestanden hat, dann sind die Bremsen so, dass sie wahrscheinlich nur in eine Richtung ziehen. Das heißt, man muss dann erstmal mit Gas und Bremse gleichzeitig fahren, damit die Bremszylinder wieder entrostet werden, damit sie dann wieder gleichmäßig greifen. Okay. Das ist der Trick. Das heißt, Gas geben, ein bisschen die Bremse betätigen, damit es sich sozusagen, dass der Rost, der sich abgesetzt hat, wieder abreibt. So, und dann kann man auch mit dem Trabi wieder, können wir ja mal Audi vorschlagen, das neue Bremssystem. Oha, das muss man auch wissen. Also nur so zur Info, wir sitzen hier in einem Auto, das ein Preisschild von 107.000 Euro hat. Ui, ja schön. ja. Von daher schön vorsichtig. Ja, ich bin, ich glaube, ich muss jetzt kurz mal... Nee, alles fein. Ja, alles fein. Okay, das wir hatten ja bei Transporter Refueled, hatten wir ja auch Audis, da hatten wir die Audis A8. Und da wurden einige auch für Stuntfahrten auch zu Schrott gefahren. Das war Plan. Aber was die mit den Autos gemacht haben, das war wirklich der Wahnsinn. Also, schon schön. Du meinst, weil das waren Leute, die konnten fahren, die haben richtig das Limit. Genau, das Limit ausgekostet und dann mussten sozusagen in dem Film, im Drehbuch stand dann eben, der Audi fährt einen, wie nennt man das, so einen Wasserspeicher um und dann haben die da kurz mal eine 360-Grad-Drehung mit dem Hintern gemacht des Autos und dann hat der Hintern den, diesen Wasser, wie nennt man das, diesen Wasser? Ja, so ein Wasserbeckenspeicher. Ja, so eine Säule, ja. Wo man dann, kennt wenn man... Ja, nur aus Amerika, diese Wasserdinger da oben. Ja, genau. Und dann hat er den einfach umgefahren und dann ist natürlich das Auto Schrott und, aber das wurde halt mit einkalkuliert und deswegen gibt's sozusagen da eine Verbindung zu Audi schon. Okay. Und du durftest dann aber die ruhigeren Szenen im Audi mitfahren und drehen. Genau, ich wurde immer nur zum Set gefahren, weil meine Figur in dem Film, die lebt auf dem Wasser. Okay. Das heißt auf einer Yacht und ist damit ein bisschen unangreifbar. Ja. Zumindest weniger angreifbar, weil es nämlich ein Bösewicht. Ruski, da sind wir wieder. Die es immer kaputt macht. Und Weltherrschaft, ja? Und Weltherrschaft, ja. Genau. Okay. Das ist schon sehr viel Spaß. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mal einmal dabei sein, wenn man so richtig große Dinge kaputt machen darf und mit tollen Sachen, mit tollen Booten, Autos rumfahren. Ich meine, das ist der kleine Jungstraum, oder? Der wahr geworden ist. Tatsächlich. Das ist auf so einer Riva zu fahren auf dem Wasser mit 80 km/h und eigenen Bodyguards, die wie wild in der Luft rumschießen.
Ja, aber das ist der eine Kindertraum oder der Jungstraum, dass man mit Autos, mit schnellen Autos fahren kann und so wie Transporter halt drehen kann. Aber der andere Traum ist dann halt Vikings, wo man dann eben auf einem Pferd reitet, mit einem Schwert kämpft und ein König ist mit einem eigenen Heer. Das ist ja wirklich der Abenteuerspielplatz schlecht. Absolut. Deswegen ist es nur Dankbarkeit für meinen Beruf, den ich ausüben darf. Ja. Und wenn dann eine längere Drehpause ist, sagt dann deine Frau, oh Len, jetzt hau ab, du nervst. Geh wieder mit dem Schwert spielen. Nee, tatsächlich, wir sind ein super Team. Nein, das hat meine Frau nicht gesagt. Die ist immer sehr glücklich, wenn ich wieder zu Hause bin. Meine Kinder sind auch sehr glücklich. Und ich in erster Linie, weil für mich ist es, wenn ich wegfahre auf lange Drehs, dann ist es für mich schon hart, weg zu sein von der Familie. Und es gibt zwar Skype, FaceTime und die ganzen Möglichkeiten, wie man miteinander kommunizieren kann, aber das in Arm nehmen und den Alltag teilen, das ist schon, ist mir sehr wichtig. Ja, definitiv. Also ich bin ja auch Vater einer Tochter und ich glaube, ganz viel in der Erziehung und in der Beziehung macht einfach aus, miteinander Zeit zu verbringen. Also man muss gar nicht groß was unternehmen, einfach nur zusammen da sein. Ja, also das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Das stimmt. Dieser Spruch, die Quantität ist nicht so wichtig, sondern die Qualität, da bin ich nicht so der Meinung. Ich glaube, natürlich muss man die Zeit, die man miteinander verbringt, sinnvoll verbringen und miteinander gut umgehen. Aber Quantität ist ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil im Miteinander wachsen und auch ansprechbar sein für die Kinder, wenn die einfach mal eine Frage, eine Sorge haben. Absolut. Und ein Beispiel zu sein ist ja nicht die wichtigste Art, jemand anders zu beeinflussen, sondern das ist die einzige. Ja. Und ein Beispiel zu sein kann man nur, wenn man da ist. So, das heißt, jemand anders was vorleben, in dem Fall meinen Kindern, das kann ich nur, wenn ich da bin. Deswegen freuen sich immer alle, wenn ich wieder zurück bin. Ich versuche auch, wenn ich im Ausland drehe, dass dann die Familie kommt und dass man da dann die Zeit verbringt, Ferien und so weiter. Das soll schon ein Miteinander sein. Aber das ist ja auch beruflich so ein bisschen Familienbetrieb. Ich habe gesehen, deine Frau spielt ja auch Geige, ist auch in einer der Bands oder tritt mit dir auch auf. Ja. Klappt das in der Zusammenarbeit gut? Ja, das ist super. Wenn sowas nicht klappen würde, dann würde das Ego dazwischen stehen. Ich bin aber ein großer Fan von meiner Frau und von dem, was sie macht und wie sie es macht. Das ist eine großartige Musikerin, die nicht nur Geige spielt, sondern eben viele verschiedene Instrumente, sehr kreativ ist und die Konzertmeisterin von unserem Berlin Show Orchester. Okay. Und so wie sie mit den Menschen, mit den Musikern umgeht, mit unseren Musikern im Orchester, ist das eben toll. Und es gibt nichts Tolleres, als jemanden zu haben am ersten Pult im Orchester, mit dem man auch noch eine Familie hat. Auch wieder Dankbarkeit. Ist großartig. Bei den diversen Bands auf der Seite habe ich die Insiders gesehen. Also Cider bezieht sich da auf das irische Apfelgetränk. Ja. Du hast das eine irische Folkband. Genau. Wo kommt das her? Bist du so ein Fan, dass du Europäer bist, habe ich ja schon gehört. Bist du so ein Irland-Fan oder irische Folkmusik? Das ist tatsächlich, ich habe die Insiders, wir spielen seit über 20 Jahren zusammen. Und das hat sich in den 90er Jahren gegründet, diese Band. Weil damals im Prenzlauer Berg eine Schule ein Benefizkonzert gemacht hat, bei dem Geld gesammelt wurde für das Renovieren der Toiletten. Der Prenzlauer Berg war in den 90er Jahren sehr vernachlässigt, das war nicht so wie heute. Die Häuser waren runtergekommen, die Schulen waren runtergekommen, weil man hat eher die Bestrebungen in der DDR gehabt, nach Marzahn zu ziehen, weil dort gab es sozusagen Plattenbauten, fließend Wasser, warmes Wasser. Und es war gar nicht so in im Altbau zu wohnen, weil das eben alles runtergekommen war. Und deswegen wurden wir gefragt, hey, möchtest du vielleicht spielen? Und dann habe ich gesagt, naja, was können wir denn spielen? Ja, Irish Folk. Und dann fanden sich vier Freunde zusammen. Und nach dem Benefizkonzert haben wir beschlossen, zusammenzubleiben. Und haben dann in den 90er Jahren alle Irish Pubs, die es in Berlin gab, und es gab eine Menge, bespielt. Am Anfang nur für eine Pizza und ein Bier. Und dann irgendwann wurden die Konzerte so gut besucht, dass man dann irgendwann Eintritt nahm. Und heutzutage sind wir so eine lokale Größe in Köpenick, dass wir dort jeden Monat einmal spielen.
Du hast ein kleines exklusives Konzert und es ist immer ausverkauft und das Publikum ist großartig und wir zelebrieren und genießen das Leben. Also wenn ich jetzt mal in meine Klischeekiste greife, würde ich ja sagen, so russische Musik hat ja auch was, was melancholisches, schweres. Aha. Spürst du das in dir? Gefällt dir das? Oder hast du das durch die Gene mitgekriegt? Oder sagst du, ach, ist alles Humbug? In der Seele bin ich ein Clown. Okay. Und ein Clown hat immer zwei Seelen. Oder beziehungsweise ein weinendes und ein lachendes Auge. Und da ist die Melancholie aus der russischen Kultur und der russischen Musik ist da sehr stark vertreten. Aber das gehört ja zum das Leben genießen dazu. Weinen können und lachen können. Mhm. Sich über Dinge freuen, aber eben auch Dinge wahrzunehmen, die einen unter Umständen auch traurig machen. Mhm. Gibt es denn eigentlich noch so eine Traumrolle, wo du sagst, also das würde ich gern noch mal spielen, so einmal in einem, was weiß ich, James Bond mit dabei sein, Mission Impossible oder vielleicht was ganz anderes? Also grundsätzlich, so eine großen Produktion sind immer toll. Mhm. James Bond, ohne Frage. Es gibt eine Figur und das ist die Figur des Paganini. Einfach aufgrund dessen, weil die Geige zu meinem ganzen Leben dazugehört, mhm, und die Figur mich interessiert. Den würde ich tatsächlich gerne spielen, wenn man die Geschichte so formen würde, dass man diese Figur und das Ganze in dem Ambient, in dem er gelebt hat, so zeichnet, dass es spannend ist, weil eigentlich ist das Leben des Paganini ein großartiger Krimi. Okay. Mit Widersachern, mit Konkurrenten, mit einer tollen Vaterfigur, mit einer innovativen Art und Weise des Geigenspielens, die er eingeführt hat und revolutioniert hat. Und deswegen interessiert mich, Paganini würde ich tatsächlich sehr, sehr gerne würde ich spielen. Und glaubst du, dass man die Geschichte auch spannend für einen Film aufbereiten kann? Also ja. Auf jeden Fall. Also Paganini hat ganz Europa bereist, mhm, mit seiner Musik und hat die Musik als internationale Sprache benutzt, um Menschen zu begeistern und zu inspirieren. Und im Grunde genommen war er für seine Zeit ein großartiger Popkünstler. Okay. Der ist auf die Bühne gegangen und die Menschen sind in Ohnmacht gefallen, weil er auf der Bühne steht und wie er gespielt hat. Okay. Das war für seine Zeit war das einfach der Michael Jackson. Ich muss gestehen, ich weiß wenig über ihn. In was für einer Zeit hat er gelebt? Was war das für ein... Also die ganze Zeit des Aufkommens des Geigens, 18. Jahrhundert. In armen Verhältnissen aufgewachsen, wurde als Kind schon zum Tod erklärt, weil er krank war. Und ist wie aus dem Nichts auf einmal wieder zum Leben erweckt worden. Und wurde von seinem Vater gezwungen, Geige zu spielen. Und hat es zu so einer Perfektion getrieben, dass er, man sagt, auf einer Seite das spielen konnten, wofür wir vier Seiten brauchen. Okay. Hm. Also ein großartiger Virtuose. Wow. Und er hat so viel Geld für seine Zeit verdient. Und das alles aber auch so hier und da auch für sinnlose Dinge wie Glücksspiel und so weiter verwendet. Aber er hat seinen Sohn mit dem Geld so ausgestattet, dass der sich um nichts so Sorgen machen musste. Mhm. Okay. Und bei was für Events kann man das Showorchester mal sehen, wenn man neugierig ist? Na, wir haben jetzt, also wir spielen ja, wir haben ein eigenes Programm, was wir entwickeln gerade. Ansonsten haben wir mit Jimmy Somerville gespielt, mit Ute Lemper. Jetzt haben wir gerade das 50-jährige Bühnenjubiläum mit Bonnie Tyler gefeiert. Wow. Das sind natürlich alles so Heroes unserer Jugend. Nick Kershaw, Howard Jones, Billy Ocean. So, dann haben wir die letzte DVD gemacht mit Schiller. Okay. Die Live-DVD. Und es ist dann so querbeet. Es ist tatsächlich musikstilübergreifend. Und das macht dann auch da wieder wahnsinnigen Spaß. Und das Schönste dabei ist, den Menschen zu treffen. Mhm. Also ob es jetzt auf der Musikebene ist, jetzt mit den genannten Musikern oder auch Kevin Costner war mit seinen Filmen einfach für mich wirklich ein Hero. Und als ich dem begegnet bin am Set, merkt man, wow, das ist einfach ein geiler Typ, der ist cool. Wir hatten sofort Spaß und der hat seine Gitarre immer mit am Set, weil wir müssen wahnsinnig viel warten, ja, bei Dreharbeiten. Ich habe meine Geige am Set und dann jammt man in der Pause zusammen und dann merkt man auf einmal, was da für ein toller, warmherziger Mensch dahinter steckt, hinter diesem Hero, hinter diesem Helden.
der einen das ganze Leben lang begleitet hat mit seinen Filmen. Ja, das ist cool. Sehr cool. So, wie ist die Gitarren-Geigen-Kombi? Funktioniert das gut? Harmonieren gut? Ja, das funktioniert super, weil ich meine, der, ich mit meinem Irish Folk-Background, aber klassisch ausgebildet, und er mit seinem Modern West-Background, der hat ja eine Band und spielt American Folk, also schreibt Texte selber, hat tolle Musiker um sich rum und ist im Grunde genommen auf seine Art und Weise ein Folky. Okay. Und dann ist es dann so American Folk meets Irish Folk in a classical style. Wir hatten eine Menge Spaß. Das hat so viel Spaß gemacht und wir haben der Wohnwagen, in dem wir musiziert haben, der hat dann immer das ganze Team angelockt. Ich würde sagen, der war umlagert. Der war umlagert. Hey, do another one. Da wird die Umbaupause dann doch immer länger, weil alle bei euch zugehört haben. Genau. 250 Leute, das war ein Open-Air-Event. So laut haben wir es nicht gemacht. Wir haben niemanden gestört. Wer wollte, konnte immer zuhören kommen. Aber man hört ja auch immer wieder von Befindlichkeiten solcher Hollywood-Stars. Also Costner war jetzt irgendwie nahbar. Gibt es das auch am Set, dass dann der Hauptheld einfach nicht möchte, dass du mit ihm sprichst oder dass er angesprochen wird? Oder? Sowas gibt es bestimmt. Ich habe die nicht getroffen. Ob das eine Keira Knightley, ein Chris Pine oder ein Jude Law. Wir hatten immer eine tolle Zeit. Vielleicht hängt es damit auch zusammen, wie man ihnen begegnet. Mhm. Bei Ed Harris war das so, dass Ed sich einfach wahnsinnig zurückzieht grundsätzlich, weil er sich konzentriert, weil das seine Art und Weise ist zu arbeiten. Und das macht er nicht, um sich wichtig zu tun oder weil er sich für besonders wichtig hält, sondern das ist einfach seine Art, sich zu konzentrieren und auch seine Kräfte einzuteilen für den Drehtag. Mhm. Und da geht jeder anders mit um. Aber wenn er einem begegnet ist, egal wem, ob das ganz kleine Rollen waren, Schauspieler, die man nicht kannte oder Schauspieler, das war immer gleich. Das war immer auf Augenhöhe mit Respekt und der Liebe zum Beruf. Wir sind alles Schauspieler. Karl-Marx-Allee, hier sind wir nicht demonstrieren gewesen, sondern hier waren die Aufmärsche vor der SED. Politführung. Da sind wir noch als FDJler und Pioniere langgelaufen. Also du hattest auch noch dein blaues Halstuch. Ich war Jungpionier, Thälmann-Pionier und ein Jahr lang tatsächlich noch FDJler. Und das war ich voller Stolz. Weil das Schönste war, wenn man sozusagen von seid bereit, immer bereit als Pionier wechselte zu den Blauhemden und sagen konnte, Freundschaft, Freundschaft. Mit so einer Stimmbruchstimme. Das war ein großes Ziel als junger Mensch. Und was ich tatsächlich vermisse, ist dieser Zusammenhalt der Kinder. Bei uns wurde das zelebriert in der DDR. Und man hat gemeinsam was gestaltet. Heute ist es tatsächlich so, jeder macht so seinen Kram. Und wenn man das als Eltern nicht fördert und den Kindern auch dazu motiviert, sich zusammenzutreffen und gemeinsam was zu tun und nicht nur am iPad rumzusitzen und auch mal andere Kinder mitnimmt und sein Kind auch die Freiheit gibt, mal woanders zu sein, dann geht es ganz schön unter. So, wir haben jetzt ja gleich auch wieder dein Büro erreicht. Ich glaube, es wird Zeit für ein Fazit. Ja. Was ist dein Fazit vom Audi e-tron? Mein Fazit, Audi e-tron. Eine tolle Fahrkultur. Ein Zuhause für ein tolles Gespräch, was niemals enden soll. Tatsächlich hat mich das Gespräch von dem ganzen technischen Wahnsinn, der hier verbaut ist, komplett abgelenkt. Was ein gutes Zeichen ist. Wenn ich alleine unterwegs gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich das alles mal ausprobiert. Beim Stromtanken. Fühlt sich super an. Geräuschlos durch die Stadt schweben und dabei ein gutes Gefühl haben, dass man nicht die Luft verpestet hat. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich bei meinem Premierengast. Len, vielen Dank, dass du das mit mir gemacht hast. Ich hoffe, dass diese Serie dann eine Fortsetzung findet und ich weitere Leute finden, die mit mir hier eine Fahrgemeinschaft bilden und mit mir über Elektroautos fachsimpeln und über das Leben an sich natürlich. Also vielen Dank dafür. Danke dir, lieber Dirk. Das war eine tolle Fahrt.
Vielen Dank. Ich freue mich darauf, dann demnächst schon mal Vikings auf meine Watchlist zu setzen. Bam. In der Pause beim Stromladen. Gute Idee.